Genauso habe ich wie immer Experten, Expertinnen eingeladen und auch einige Kulturtäter und Täterinnen aus der Praxis sozusagen. Der gesellschaftliche Wert von freier Kultur- und Medienarbeit ist ja von Seiten der Politik unumstritten. Jedoch, wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen dafür zu verbessern, so sind die Maßnahmen nur sehr kleinteilig, wenn überhaupt erkennbar. Der Wert dieser Arbeit lässt sich aber leider nicht in Output, in Quoten oder Veranstaltungszahlen messen. Vielmehr geht es darum, neue demokratische Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen und zu erschließen. Auch die KUPF, die oberösterreichische Kulturplattform, beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit dieser Thematik. Und dazu begrüße ich jetzt meinen ersten Experten hier auf der Bühne. Ich begrüße Stefan Haslinger. Guten Tag. Hallo. Stefan Haslinger ist einer der Geschäftsführenden der KUPF. Herr Haslinger, wie sieht die Situation jetzt tatsächlich aus? Wie dramatisch ist das wirklich? Von Drama zu sprechen ist natürlich gerade im rein politischen Zusammenhang sehr oft opportun, um die Drastik der vorliegenden Umstände auch vor Auge zu führen. Die Situation zurzeit ist so, dass man kann sagen, alle Initiativen in Oberösterreich haben gerade genug, um das übliche Programm abzuspielen. Das, was ihnen versagt bleibt auf sehr breiten Ebenen, wo ich dann gleich noch dazu kommen werde, ist sozusagen die Chancen für Weiterentwicklung. Also dieses Absichern einer Basis, um dann auf dieser Basis oder aufbauend Weiterentwicklungen anzugehen und auch sowas wie visionäre Konzepte zu entwickeln, die ist einfach nicht gegeben. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, sozusagen, warum es diese Verbesserung der Rahmenbedingungen unbedingt notwendig ist, die auf sehr vielen Ebenen passieren muss. Also ich würde sagen, er ist eigentlich ist über die Jahre oder fast schon Jahrzehnte in Oberösterreich ist die Dramatik nach wie vor gegeben. Herzlichen Dank, Stefan Haslinger, Geschäftsführer der Oberösterreichischen Kulturplattform. Eine ergänzende Perspektive dazu ist die Sicht der freien Medien. Dazu begrüße ich jetzt Otto Tremetsberger. Herzlich willkommen. Sie sind hier als Vertreter der freien Medien in Oberösterreich. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Wie ist die Situation hier im Konkreten? Ich werde die Gelegenheit wahrnehmen, um einerseits die Leistungen der freien Radios, insbesondere mal im kulturellen Sektor, darzustellen und auf der anderen Seite die Gelegenheit wahrnehmen, eine Aussicht auf die künftige Förderung von freien, nicht kommerziellen Radios und Fernsehen in Oberösterreich zu machen. Was die freien Radios betrifft, ist ja bekanntermaßen Oberösterreich ohnehin schon seit Jahren ein Vorreiter. Es gibt vier von elf Radiolizenzen in Oberösterreich sind freie Radios. Insgesamt sind 600 Redakteure am Werk, die machen ungefähr 300 regelmäßige Sendungen. Das heißt pro Jahr 11.000 Stunden redaktionelles Programm. Also eine unheimliche große Vielfalt in den vier freien Radios in Oberösterreich. Und es tut sich da auch im Fernsehbereich etwas. Es wird voraussichtlich noch 2009 ein Community-TV-Pilotbetrieb mit Matrix aus Linz auf Sendung gehen. Also sozusagen das Programm der freien Radios kann sich sehen lassen und vor allen Dingen in einer Hinsicht, nämlich in der kulturellen Hinsicht. Wenn man sozusagen den Kulturbeitrag der freien Radios sich genauer anschaut, dann wird man erkennen, dass der Beitrag der freien Radios im kulturellen, dass sozusagen die kulturellen Inhalte in den freien Radios das, was wir aus dem kommerziellen oder das, was wir sogar aus dem vom ORF kennen, deutlich in den Schatten stellt. Vielleicht kurz sozusagen zum Programm-Output der freien Radios in kultureller Hinsicht. Es gibt ja in Oberösterreich einen Sonderzugang der freien Radios. Wir haben auf der einen Seite den offenen Zugang, auf der anderen Seite gibt es sozusagen auch ein Komplementärprogramm im weitesten Sinne, Radioprogramme, professionell gestaltet, die ganz bestimmte Inhalte abdecken. Vielleicht zum offenen Zugang, das sind insgesamt 9.300 Stunden Programm pro Jahr. Allein im offenen Zugang usergenerierte Inhalte mit hoher Qualität. Mindestens die Hälfte davon sind Magazine zu kulturellen Themen und Fragestellungen. Auch viele zu sozialen und politischen Bildungsthemen. Das ist sozusagen im offenen Zugang als eine Säule des Programms. Und die zweite Säule schon angesprochen, dieses Komplementärprogramm. Da geht es ausschließlich um kulturelle Inhalte,
und Bildungs- und soziale Inhalte. Das sind ausschließlich Magazine, die in den freien Radios professionell gestaltet werden, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Bruckenhaus oder mit dem AEC oder dem Landestheater im Rahmen des Kultur- und Bildungskanals von Radio Froh, wo professionell berichtet wird über die Programme dieser Häuser, über die Kulturprogramme, die in diesem Umfang im ORF, nicht einmal im ORF, einen Platz finden würden.